Es kommt mir bei dem Begriff Provokation darauf an, was er im Kern bedeutet. Provokation bedeutet doch, wenn man zurückgeht, im Kern nichts weiter als eine Produktion. Wenn zum Beispiel ein Physiker eine neue Idee zur Diskussion stellt, provoziert er unter Umständen seine Fachgenossen damit. Man muss fragen, wie ist der Gedanke entstanden? Es ist zu fragen, wie ist die Güte dieser Provokation? Was hat sie im Auge? Wenn sie etwas Künstlerisches im Auge hat, ist zu fragen, wie. Wenn sie etwas Politisches im Auge hat, ist ebenfalls zu fragen, wie. Kann ich mit dieser Kunst noch etwas bewirken für das Leben? Ist diese meine Kunst politisch relevant? Sie dürfen den Begriff der Politik nicht lächerlich machen und sagen, hier wäre der übliche, schwammige Begriff. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir in einer Demokratie leben. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir zu freien Menschen erzogen werden durch unsere parteipolitische Bürokratie. Ich bin also bereit, sofort hier zu provozieren. Jedes Kunstwerk schließt ein das politische Engagement. Nur Kunst kann die Gesellschaft verändern. Ich kann nicht dauernd danach fragen, inwieweit es mir gelungen ist, durch meine Werke oder durch meine Arbeit Bewusstseinserweiterung bereits erreicht zu haben. Ich kann nur sagen, dass ich das Äußerste versucht habe, in meine Werke etwas hineinzulegen, was die Bewegung sozusagen auslöst, die Bewusstseinsveränderung bewirkt. Also kann ich nicht sagen, ich spekuliere lang und breit darüber nach, wie viel meine Werke wert sind, sondern ich arbeite an einem Punkt, also auch gedanklich weiter, um etwas davon herauszubringen, was ich nämlich will. Ich will das Bewusstsein der Menschen erweitern. Ich will es vor allem ausweiten auf die reale politische Situation. Meine Idee von Antikunst, habe ich bereits erklärt, bezieht sich aufs menschliche Denken. Wenn ich sage, jeder Mensch ist prinzipiell ein Künstler, so spreche ich den Menschen an und definiere ihn als einen Kreativen. Mir kommt es darauf an, den Punkt zu finden, an dem sich der Mensch als ein frei, schöpferisches Wesen erkennt. Wie kann das erreicht werden? Da kann ich nur sagen, da geht es nicht anders als durch Schulung, indem man Menschen an menschenkundliche Begriffe heranführt. Ein menschenkundlicher Begriff ist, dass ich die ganze Anatomie des Menschen zum Beispiel betrachte, seine äußere Anatomie und seine innere, dass ich die Frage stelle, was ist dem Menschen der Freiheitspol? Was ist dem Menschen der Willenspol? Was ist dem Menschen das sogenannte Empfinden, das Gefühl? Was ist das sogenannte Unterbewusste, wovon die Psychologen reden? Das sind doch alles Fragen, die vor uns stehen. Ist die Kunst lebensnotwendig für den Menschen? Es ist noch nie so viel darüber gesprochen worden, wie über die menschliche Erziehung durch Kunst. Instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst. Hier wird doch ein Gewicht gelegt auf eine Kunst als eine Verlebendigung des Menschen direkt aus einem Raum, den wir noch nicht kennen, der aber versucht wird von mir zu bezeichnen als das, was ich Gegenraum nenne. Dass ich einfach die Frage stelle nach der ganzen Existenz des Menschen. Wie kommt ein Mensch in die Welt? Von welchen Kräften wird er ernährt? Hier wird Kunst von mir versucht darzustellen als eine regelrechte Nährsubstanz für den Menschen, die er braucht für alle seine Tätigkeit. Der Weg zu einer qualitätsvollen Produktion, sagen wir durchaus in der Wirtschaft. Denn im Grunde kann man heute unser kulturelles Leben nur noch als Wirtschaftskultur bezeichnen, führt eigentlich nur über intensives Studieren. Da kommt kein Mensch drumherum. Aber den wenigsten Menschen wird das ja angeboten. Ich kann natürlich sagen, ich bin ein privilegierter Mensch gewesen. Das kann ich durchaus sagen. Insofern, dass meine Eltern mir die Möglichkeit gegeben haben, einen so breiten Spielraum zu schaffen, dass ich das alles benutzen, wahrnehmen, studieren konnte. Das muss man auch wissen.
Man gehört einer privilegierten Klasse an, die dieses jetzt vorträgt. Jetzt muss man dafür sorgen, dass alle Menschen dieselben Privilegien bekommen. Gehen wir mal vom Elitebegriff aus, der auch völlig ungeklärt ist. Elite ist ja gar nicht schlecht, wenn der Begriff der Elite jedem Menschen zugesprochen wird. Aber Elite ist natürlich ganz schlecht, wenn eine Staatsform oder eine Wirtschaftsform die Macht des Geldes oder die Gewalt des Staates von sich aus den Anteil der Eliten in ihrem System bestimmt. Das ist schlecht. Aber wenn jeder Mensch Elite sein kann, wenn es ein Angebot gibt, das potenziell für jeden gilt, dann ist es ja gut. Unser Bildungssystem ist nicht so. Es ist geradezu umgekehrt. Solange das Universitätensystem so organisiert ist wie jetzt, mit dieser Beamtenstruktur, kann es ja gar nicht dazu kommen. Weil die Leute sich ja absetzen. Die machen ja sofort einen Trennungsstrich. Das Wichtigste ist ihnen ihre Position, das heißt ihre Karriere und ihr Beamtenstatus. Aus dieser Position heraus wagen sie ja nichts mehr. Kein Risiko mehr. In dem Augenblick, wo man sagt, grundsätzlich in Universitäten, Schulen und Hochschulen, in allen Einrichtungen, die der Herstellung menschlicher Fähigkeiten dienen, also in diesen Unternehmen, die das konkrete Kapital der Gesellschaft entwickeln, kann dieses nur bewerkstelligt werden durch diejenigen, die dort Lehrende und Lernende in einer Wechselbeziehung sind. In dem Verständnis, dass jeder, der dort eintritt als Schüler, zur gleichen Zeit auch ein Lehrer ist. Das ist ein oszillierender Prozess. Das heißt, ein neues pädagogisches System, um menschliche Fähigkeiten zu entwickeln, kann daher nur ein oszillierendes sein. Das ganze neuzeitliche Bewusstsein des Menschen müsste doch dahin, dass es zum Gemeinschaftsgedanken kommen kann. Was ist denn der Inhalt des Sozialen? Der Satz, der von so vielen Seiten sowohl von Hegel wie auch von Rosa Luxemburg des Öfteren geäußert worden ist, dass die Freiheit des Menschen da aufhört, wo die Freiheit eines anderen Menschen verletzt wird, das müsste doch längst Wissen der Menschen sein. Das ist so einfaches, funktionales Wissen eines sozialen Zusammenlebens, dass es längst Allgemeingut sein sollte. Aber in der Tat haben die Menschen eine große Schwierigkeit mit dieser Freiheitsfrage. Sie können das Funktionsgesetz im Zusammenhang von Freiheit und Gleichheit immer noch nicht bilden. Das heißt, sie können diese geistige Idee nicht vor sich sehen. Das Gleichheitsprinzip bezieht sich doch nur auf die Ordnung der Rechtsbezüge unter den Menschen. Das Funktionsgesetz sagt doch nichts anderes, als dass aus der Freiheit der Menschen heraus die Menschen sich selbst eine Rechtsordnung schaffen, sich selbst, also demokratisch und nicht durch Parteien, also den sogenannten Gesetzgeber, der nichts anderes ist als die Parteien. Der Souverän ist ja gar nicht mehr beteiligt. Der Souverän ist reduziert auf die Parteienwahl. Er kann doch gar nicht interferieren, wenn irgendeine Sauerei passiert. Wenn also dies so elementare im Verstehen sozialer Prozesse nicht mehr im Bewusstsein der Menschen ist, wie kann man dann noch den nächsten Schritt tun und etwa vom erweiterten Kunstbegriff sprechen wollen, der nun eine etwas größere Anforderung an die menschliche Vorstellungskraft stellt, als dieser einfache Funktionsbezug zwischen Gleichheit und Freiheit. Wenn ich vom erweiterten Kunstbegriff spreche und sage, jeder Mensch ist ein Künstler, stelle ich ganz klar in Rechnung, dass dieses einer der wichtigsten Gestaltungsmomente der Menschen ist. Aus der Freiheit, also der Kreativität, der Schöpferkraft aller Menschen, es zu einer demokratischen Verfassung kommen zu lassen. Zu einer sozialen Plastik. Freiheit ist das Anwachsen des menschlichen Bewusstseins. Freiheit ist ein Bewusstseinsprozess. Menschen haben ein Bedürfnis, ihre Fähigkeiten so hoch auszubilden, wie es nun eben möglich ist. Grundsätzlich haben sie dieses Bedürfnis.
Dieses Bedürfnis wird ihnen schon sehr früh ausgetrieben durch ein System, das sie entmutigt im Verfolgen dieses Ziels, ihre Fähigkeiten auf ein höchstmögliches Niveau zu bringen. Unter diesen Fähigkeiten oder Qualitäten verstehe ich nicht nur Klavierspielen oder ein guter Schreiner zu sein, sondern unter dieser Ausbildung hoher Fähigkeiten verstehe ich auch die Entwicklung von ethischen Qualitäten und auch von Verantwortungsgrößen. Es ist ja kein Wunder, wenn wir ein Wirtschaftssystem haben, was diese Qualitäten gar nicht wünscht, die zwar die Fähigkeit und technische Intelligenz, also ein sehr reduziertes Verständnis von Fähigkeiten, zwar wünscht zur Aufrechterhaltung des Systems, aber darüber hinaus keine großen Anstrengungen macht, etwa im Schul- und Hochschulwesen den großen Bedarf nach Entwicklung stattzugeben. Das heißt, der Staat als Betreiber der Unternehmen, die das eigentliche Kapital der Gesellschaft ja entwickeln soll, nämlich die Fähigkeit. Wir werden später noch feststellen, dass sie ja das konkrete Kapital ist und nicht etwa Geld. In diesem Sinnzusammenhang versäumt eben unsere Gesellschaft das Wichtigste, um die Menschen dorthin zu bringen, wo sie nach ihrer inneren Natur hinwollen, sich danach sehnen, aber in dieser Sehnsucht sehr früh enttäuscht sind und dann den Weg der Karriere gehen, den egoistischen Weg, auf dem jeder andere ein Konkurrent wird, also ein Feind wird. Und schon aufgrund dieser Tatsache muss natürlich Kommunismus und Kapitalismus verschwinden. Es muss ein Wirtschaftssystem gefunden werden, was der Natur der Menschen angemessen ist und seine inneren Wachstumsprinzipien berücksichtigt im Laufe der Geschichte seiner eigenen Entwicklung. Wenn man den Menschen richtig klar machen würde, was auf sie zukommt, in Angriffnahme zum Beispiel dieses ungeheuren gigantischen Problems, die ökologischen Flächenschäden wie etwa die sterbenden Wälder, in Angriff zu nehmen, welche Gesichtspunkte sie dann in sich aufwecken müssen, das würde eine Neuerstehung der Menschheit bedeuten.